Ja, hallo, liebe Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus dem Kreis Bergstraße und dem Odenwaldkreis. Heute möchten wir eure Bildungscoaches, Sven Hagenberger und ich von der Wirtschaftsförderung Bergstraße, Ihnen das Projekt Bildungscoach vorstellen. Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Landes Hessens und des Europäischen Sozialfonds. Ja, hallo, auch von meiner Seite, Sven Hagenberger, herzlich willkommen zu unserem kurzen Vortrag über das Projekt Bildungscoach. Ganz kurz zur Ausgangslage. Wir sind mittendrin in einem sehr starken Fachkräftemangel in Hessen, nicht nur in Hessen, bundesweit, sogar EU-weit. Das Problem wird immer stärker. Daher hat sowohl das Land Hessen als auch die EU über den Europäischen Sozialfonds Mittel freigeschaufelt. Und Ziel soll eben sein, Arbeitnehmer, die bereits in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen stehen, bei ihrem Arbeitgeber zu fördern, zu bilden, weiterzubilden und hier eben die Chance zu geben, den nächsten Schritt, den nächsten Karriereschritt zu gehen, so dass eben auch die Arbeitgeber davon abweichen, externe Kräfte einzustellen, sondern lieber mal nach den eigenen Leuten gucken und überlegen, wer wäre denn hier bereit und mit wem könnte es denn gut klappen, hier zu fördern, beziehungsweise das Angebot gilt ja auch für Sie als Arbeitnehmer. Sie sagen, oh, ich sehe mich hier und da in der Rolle und da fehlt mir einfach noch ein gewisser Baustein. Und liebe Bildungscoaches, was können wir denn hier gemeinsam für eine Strategie erarbeiten, um hier einfach den nächsten Schritt gehen zu können? Dafür sind wir da und freuen uns, Sie hier beraten zu dürfen. Kommen wir kurz zur Struktur des Projekt Bildungscoaches. Das Projekt ist ein hessenweites Projekt, ist bei unterschiedlichen Trägern dann auch auf oder beheimatet. Wie gesagt, hier bei uns ist es bei der Wirtschaftsförderung Bergstraße. Wir sind zuständig für den Odenwaldkreis und für den Kreis Bergstraße. Und unsere Tätigkeit ist eben die kostenfreie Beratung einerseits für Unternehmen, aber dann im Endeffekt auch sehr gezielt für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, so wie sie es dann auch sind, ja, anzubieten zu können. Wir kommen später dann auch noch auf den Beratungsprozess, aber schon mal vorweg, wir ja, beraten zu Weiterbildungskursen und im Endeffekt suchen wir, da es natürlich dann auch ein gewisser finanzieller Aufwand ist, nach möglichen Förderungen, die in unterschiedlichen Höhen dann auch ausfallen können. Genau, warum sollte man sich beruflich weiterbilden? Ist klar, ich hatte eben schon den Fachkräftemangel angesprochen, kommt jeden Tag im Fernsehen, in den Nachrichten. Wir stecken da mittendrin. Es kommt auch nicht nur im Fernsehen, sondern es ist hier voll auch im Mittelstand angekommen, in den Unternehmen. Vorteil für Sie als Arbeitnehmer ist ganz klar, je besser Sie ausgebildet sind und weitergebildet werden, desto bessere Aufstiegschancen haben Sie im Unternehmen. Kann sich natürlich auch monetär auswirken, falls Sie einfach nochmal ein Level obendrauf setzen und somit aufsteigen können im Unternehmen, mehr Verantwortung übernehmen, andere Geschäftsbereiche verantworten können. Natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn sie durch den Chef da befördert werden und die Möglichkeit haben, eben auch noch andere Tätigkeiten im Unternehmen zu verantworten, also mehr Bestätigung im Beruf. Genau, und das alles können wir da bieten, anbieten durch unsere kostenfreie Weiterbildungsberatung. Das ist auch nicht ein einmaliges Gespräch. Das beginnt immer mit einem Erstgespräch, wo wir einfach mal, wo wir Sie kennenlernen möchten, wo Sie uns kennenlernen können, wo wir mal ganz grob besprechen, wo die Reise hingehen soll. Wir würden Ihnen dann auch schon erste Vorschläge machen, zu unterschiedlichen Weiterbildungsoptionen mithilfe unseres Netzwerkes und unserer unterschiedlichen Weiterbildungsdatenbanken. Können wir einfach gucken, ja, gibt es unendlich viele Weiterbildungsangebote. Die Kunst ist einfach so ein bisschen das Passende
für sie rauszufinden, sei es online, sei es in Präsenz, am Wochenende, berufsbegleitend, Vollzeit. Da wollen wir einfach mit ihnen drüber sprechen, um eben das richtige Produkt sozusagen zu finden. Und wir begleiten sie auch gerne in dem Prozess. Also wie gesagt, es geht hier nicht um ein einmaliges Gespräch, sondern wir begleiten sie weiter. Wir sind immer für sie da, für Rückfragen. Wir können das Konzept anpassen. Wir können auch im Laufe des Prozesses nach Alternativen, nach anderen Möglichkeiten schauen. Wir beraten sie als Arbeitnehmer. Muss ihr Arbeitgeber auch gar nichts davon wissen, wenn sie das wünschen, dass sie das gerne alleine machen möchten, dann ist das absolut in Ordnung für uns, ist auch nicht notwendig. Empfehlen aber trotzdem in der Regel immer den Arbeitgeber, falls es denn möglich ist und die Situation sich bietet, den Arbeitgeber mit ins Boot zu holen. Das macht es für uns bei der Fördermittelrecherche auch ein bisschen einfacher. Da gibt es dann einfach noch gemeinsam mit dem Arbeitgeber mehrere andere gute Optionen, gerade in Kooperation mit der Agentur für Arbeit, wo wir vielleicht dann den monetären Aufwand minimieren können und so eben eine Win-Win-Situation für Sie als Arbeitnehmer, aber auch für Ihren Arbeitgeber schaffen können. Sven hat ja jetzt schon einiges Interessantes gesagt. Kommen wir zum Beratungsprozess an sich. Also das ist eben kein ja kein One, keine One-Man-Show, sondern das ist immer so ein gemeinsames Projekt, das wir mit Ihnen dann auch starten. Immer sehr individuell auf Sie dann auch ausgerichtet. Wir ermitteln anhand Ihres Lebenslaufs dann auch die erreichte berufliche Erfahrung von Ihnen, wählen dann mit ihrem ja beruflichen, aber dann auch privaten Hintergrund die passende Weiterbildung hinsichtlich natürlich Berufsbilderfahrung, heißt, welches Niveau wird hier ausgewählt, aber dann natürlich auch geht es um die Faktoren wie Zeit, Ort und Kosten, je nach Familienstand oder dann auch finanziellen, ja, finanziellen Aufwand muss man natürlich da auch abwägen, was Sinn macht, ob es mögliche Förderprogramme gibt. Und wo diese dann auch zu beantragen sind, haben wir dann die entsprechenden Kontakte, können da vermitteln, können uns gemeinsam auch an den Tisch setzen und da auch die entsprechenden Kriterien mit Ihnen abarbeiten. Wie schon gesagt, nicht nur ein Erstgespräch ist bei uns kostenfrei, sondern wir begleiten Sie je nach Wunsch Ihrerseits bis hin zur abgeschlossenen oder hoffentlich abgeschlossenen Prüfung. Und stehen da zu jeder Zeit virtuell, telefonisch oder auch per E-Mail für Fragen zur Verfügung. Genau, jetzt nochmal so ein paar Punkte, hatte ich eben teilweise schon mal angesprochen. Wir auf Ihren Wunsch mit Ihrer Absprache, mit Ihrem Einverständnis und in Absprache mit Ihnen unterhalten wir uns auch direkt mit Ihrem Arbeitgeber. Da gibt es Themen wie zum Beispiel die Freistellung für Lehrveranstaltungen. Wie kann man das lösen? Falls dann doch mal der ein oder andere Tag im Unternehmen sozusagen Sie nicht als Arbeitskraft zur Verfügung stehen, weil Sie eben bei einer Weiterbildungsmaßnahme sind. Auch hierfür gibt es Optionen, auch hierfür gibt es monetäre Ausgleiche über unterschiedliche Förderprogramme, hatte ich eben schon gesagt. Aber dafür ist es natürlich sinnvoll und auch notwendig, sich mit dem Arbeitgeber an einen Tisch zu setzen. Genau, wir können mit dem Arbeitgeber auch gegebenenfalls über die Kostenübernahme des Eigenanteils der Weiterbildung sprechen, dass die Kosten nicht bei Ihnen hängen bleiben oder zumindest nicht komplett bei Ihnen hängen bleiben. Wir können uns mit Ihrem Arbeitgeber über weitere Fortbildungsmöglichkeiten und Unterstützung seitens des Unternehmens unterhalten und natürlich auch über Ihre persönliche Perspektive im Unternehmen. Wo könnte denn die Reise hingehen, wo sieht der Arbeitgeber Sie in mittlerer, naher Zukunft mit der erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung. Das kann schon Sinn machen, erfahrungsgemäß uns da mit ins Boot zu holen. Wir sind hier eine neutrale Stelle, sind auch geübt darin, uns mit Unternehmen und Arbeitgebern, Geschäftsführern, Personalleitern zu unterhalten, sind auch ganz gut vernetzt hier bei uns.
an der Bergstraße und im Odenwaldkreis kennen auch schon das eine oder andere Unternehmen durch andere Veranstaltungen, die wir bereits schon abgehalten haben. Von daher kriegen wir eigentlich hier den Fuß in die Tür und genau, unterstützen Sie auch gerne hier arbeitgeberseitig, so dass es eben am Ende des Tages eine runde Geschichte und für alle positiv und erfolgreich wird. Wir haben Ihnen noch eine Übersicht gebastelt, wie Sie am besten in 5 Schritten zu Ihrer perfekten Weiterbildung kommen. Erster Schritt, ganz klar, die kostenfreie Beratung mit uns oder ja, mit einem von uns oder im besten Falle mit uns beiden vereinbaren. Gemeinsam, wie schon erwähnt, finden wir die ideale Bildungsmaßnahme, besprechen natürlich im Nachgang den Qualifizierungsweg, was macht Sinn zeitlich, örtlich gesehen, ist vielleicht im sinnvollsten, ein virtuelles Produkt zu nehmen, eine virtuelle Maßnahme oder eine Präsenzmaßnahme oder im Zweifel auch eine Hybridmaßnahme, je nach individuellen Vorlieben dann auch. Ist diese gefunden, diese Maßnahme, recherchieren wir Bildungscoaches nach möglichen Fördermitteln anhand der Kriterien von Ihnen und der Maßnahme. Im besten Falle sind wir denn hier dann auch erfolgreich und können diese dann auch beantragen und diese wird ausgezahlt und dann erst können Sie die Weiterbildung beginnen. Und wie gesagt, nicht nur dann ab Beginn der Weiterbildung sind wir oder stehen wir an Ihrer Seite, sondern auch im weiteren Prozess bis zur erfolgreichen Abschlussprüfung und wenn Sie das möchten, auch noch gerne daraus oder da dann auch noch weiter. Ja, hier haben wir doch so ein positives Beispiel, ein sogenanntes Best-Practice-Beispiel. Wollen wir Ihnen noch mal ganz kurz darstellen, wie es denn laufen kann. Also das war wirklich ein schönes Beispiel. Das hat funktioniert. Hier kam ein Ratsuchender, hier auf dem Foto dargestellt. Das ist er auch wirklich, der junge Mann, mit seiner Bestätigung über die Kostenübernahme der Weiterbildungsmaßnahme. Der hat irgendwann eine Ausbildung zum Koch gemacht, die er abgebrochen hat, hat aber jahrelang in dem Berufsfeld gearbeitet, somit natürlich auch schon die Kenntnisse, die auch für einen erfolgreichen Berufsabschluss sind, teilweise erworben. Er kam auf uns zu, gesagt, liebe Bildungscoaches, mir macht der Beruf Spaß. Allerdings bin ich im Prinzip seit Jahren, geht auch nicht anders, eben nur in Anführungsstrichen als Hilfskraft angestellt, obwohl ich hier schon eigentlich einen ganz guten Job mache, auch in dem Bereich und schon die Tätigkeiten eines Kochgesellen übernehme. Wir haben uns dann zusammen überlegt, wie könnte es denn weitergehen? Wie kann man ihn auf die externen Prüfungen vorbereiten? Den jungen Mann haben hier gute Maßnahmen gefunden. Am Ende des Tages hat er dann eben sich so gut vorbereiten können auf die Abschlussprüfung, dass er diese auch bestanden hat. Die Berufsschulblocks sozusagen wurden durch seine berufliche Erfahrung abgebildet und er konnte sich sozusagen direkt zur externen Prüfung anmelden, die er dann am Ende des Tages auch erfolgreich abgeschlossen hat. Schönes Beispiel. Somit haben wir wieder eine Fachkraft mehr bei uns in der Region. Er ist heute noch glücklich in dem Unternehmen und sein Arbeitgeber freut sich auch, dass er ihm hier einfach noch mehr Verantwortung und auch die Leitung von anderen Mitarbeitern übergeben konnte. So, sollten Sie mit dem Gedanken spielen, eine berufliche Weiterbildung in Angriff zu nehmen oder auch einen Berufsabschluss nachzuholen oder im ersten Step ein Informationsgespräch wünschen, was so alles möglich ist, kommen Sie gerne auf uns zu, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir vereinbaren mit Ihnen ein Erstgespräch, sei es virtuell vor Ort bei uns in Heppenheim oder auch an anderen Orten. Sehr gerne zur Verfügung.